Ein herzliches Grüß Gott, einige bekannte Gesichter, aber nicht nur. Wir wollen ja als Ökonomie der Menschlichkeit für Wissenstransfer stehen. Jetzt wäre noch eine Bitte noch, dass wir vielleicht alle auf lautlos haben im Moment. Das haben wir sonst der Gerhard Zwinger. Johanna, wenn du auch vielleicht schaust, dass alle lautlos sind am Anfang. Ja, Ökonomie der Menschlichkeit ist Gastgeber, wenn ihr so wollt. Und ich habe jetzt gerade ein Bild eingeblendet. Wir haben, und das hat ganz wesentlich mit Gerald Hüther zu tun, mit dem Gehirnforscher, vor, eine gesellschaftliche Transformation zu schaffen, und zwar von unten. Und Gerald Hüther hat gesagt, die Veränderung wird aus seiner Sicht ganz, ganz wesentlich nur über die Wirtschaft passieren. Und wir haben gewisse Wirtschaftspioniere, die wir Wegbereiter nennen, die Wissen weitergeben, also die nicht sagen, ich habe einen Wettbewerbsvorteil und diesen Wettbewerbsvorteil, den nutze ich jetzt, um mich abzugrenzen, um eben Vorteile zu haben, sondern nein, es gibt Unternehmer, die Wissen weitergeben. Wir haben die Elisabeth Kollerig, Absolut Bio in der Gastro, die hat schon einen Impuls gegeben. Wir haben kürzlich gehabt den Architekten, den Tom Lechner, Lebensraumgestaltung, auch ganz ein wichtiges Thema, wo es um Bodenverdichtung, Lebensräume geht. Und heute haben wir den Gerhard Zubeck vom Adamer Biohof mit Gudrun, die da im Hintergrund ist und die auch ganz viel zu sagen hat, die Öffentlichkeitsarbeit macht. Und das Thema ist Bio bis vor die Haustür. Das klingt vielleicht ein bisschen provokant, aber die beiden oder Adamer Biohof ist seit 20 Jahren aktiv. Und schafft es auch logistisch 6, 7, 8.000 Biokisseln jede Woche nach Wien zu liefern. Und da geht es wirklich um die nahe Versorgung mit ganz, ganz viel Hintergrund. Und Gerhard und Gudrun sind bereit und sagen, ich gebe das Wissen weiter, wir sollen ja breiter werden, weil wir wissen ja, 85% der Lebensmittel kommen aus dem Lebensmittelmarkt. Johanna, schau du bitte, dass das lautlos gestellt ist, sonst haben wir immer... Und ein paar Leute sind im Wort. Georg, hast du mich noch nicht aus Host gemacht? Ah, sorry. Ich konnte mich noch nicht. Moment, sorry, das war jetzt meine Geschichte. Johanna. So. Jetzt. Ja, und den ganz besonderen Impuls, der wird moderiert von Angelika Ertl. Über die Angelika wird es ganz, ganz viel zum Sagen geben. ORF, Gartenexpertin in Steiermark. Und ich habe die Angelika 2019 kennengelernt. Da war EM Chiemgau, hat sie eine Veranstaltung moderiert und ich habe wirklich selten sowas gesehen. Sowas Co-Kreatives, sowas im Jetzt. Das, glaube ich, war ganz anders als geplant. Und die Angelika hat das souverän gestaltet, waren ein paar hundert Leute. Und das hat mich total beeindruckt, denn ich habe gesagt, Angelika, ich hätte so gern, dass du moderierst. Beim großen Kongress in Salzburg hat es leider nicht geklappt, weil die Familie vorrangig war, was ich auch ganz, ganz wichtig finde. Aber jetzt haben wir es geschafft. Du kennst die Familie Subeck und du hast das mit der Elisabeth Kollerig schon moderiert. Ja, dieses Jetzt, dieses Co-Kreieren, das unmittelbare Gestalten, schauen, wo haben wir die Chancen, wie können wir wirklich als Leuchttürme sichtbar werden, auch mit der Ökonomie der Menschlichkeit und wie können wir, was uns so anliegen ist, die noch 150.000 Bauern, wie können wir die wirklich fördern, wie können die würdevoll gestalten, das glaube ich ist heute das Thema. Und liebe Angelika, bitte, wenn du das übernimmst und du hast mir auch genehmigt, wenn ich mal eine Frage an dich hätte oder so, weil du ja ganz, ganz viel Wissen hast, dann ist das auch gestattet. Bitte, liebe Angelika. Hi, lieber Gerhard. Du, ich glaube, wir zeigen zuerst das Video, oder? Haben wir gesagt. Genau, das Manifest, die Grundlage ist ja das. Mein Gott, na schau. Wieder liegt ja alles bei den Damen, die da die Struktur haben. Ich darf noch ganz kurz einen Teil des Manifestes zeigen. Das ist nämlich die Grundlage Lebensmittel allgemein und wie wollen wir es dann in dem Sinn angehen. Das heißt, wir hören jetzt das ganze Manifest, sondern den Bereich Lebensmittel. Lebensmittelproduktion und Versorgung. Speziell in der Lebensmittelproduktion braucht es ein Umdenken, um die Versorgung der Bevölkerung auch in Krisenzeiten zu garantieren.
Dabei spielt auch die nahe Versorgung eine große Rolle, was wiederum die Region stärkt. Die landwirtschaftliche Produktion muss bedarfsgerecht ausgerichtet sein. Nicht nur um eine verlässliche Versorgung zu gewährleisten, sondern auch um Nutzflächen und deren Bodenqualität zu verbessern. Österreichische Lebensmittel sind hochwertige Mittel zum Leben. Die Erzeugung ehrlicher Produkte in natürlicher Vielfalt muss dem Landwirt ein würdevolles Leben ermöglichen. Die Produktion muss transparent, also durch- und überschaubar sein und soll so beim Konsumenten Vertrauen schaffen. Berg- und Grünlandbauer, die mit ihrer Arbeit die Landschaftsbilder sowie das Ökosystem erhalten, leisten damit wertvolle Arbeit für den Tourismus und die Bevölkerung. Die Menschen in Stadt und Land haben mit ihrem Konsumverhalten den Auftrag, die ländliche Struktur zu erhalten. Die Landwirtschaft hat den Auftrag, die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln zu garantieren. Die Energiesicherheit. Zukünftig wird für die Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte sowohl für stationäre als auch mobile Anwendungen auf die Menschen, die wieder den Menschen dient. Egal welche Branche. Und so. Jetzt dann. Angelika, bitte, zum Zweiten. Super, das passt schon. Lieber Georg, danke, danke für die Einführung und dass ich dabei sein darf. Liebe Leute, wo ich jetzt zum Teil die Gesichter sehe, vom Ludwig sehe ich jetzt ein Gesicht, ein paar schwarze Kasteln sind dazwischen, Elisabeth, Rudolf, Petra, Johanna, Harald, super, Sabine und ein paar sind noch in Black. Aber auf jeden Fall freuen wir uns riesig, dass ihr da seid. Und ich starte jetzt somit. Es ist eigentlich ein Gespräch mit dem Gerhard Zubeck, mit dem ich immer wieder in Verbindung bin. Die Gudrun war auch schon bei mir in Graz und es geht heute darum, dass wir vielleicht ein paar andere Gedanken fassen und so sagen, okay, wie können wir uns formieren? Wie kann sich die Ökonomie der Menschlichkeit noch stärker formieren? Wo können wir zusammenhalten? Wo gibt es vielleicht Lücken? Wo gibt es Schwierigkeiten, die wir uns vorher überlegen müssen? Und kurz zu dem, ich liebe diesen Aussatz von Don Bosco, der gerade jetzt zu dieser doch sehr, ich sag mal, herausfordernden, kritischen, skurrilen Situation irgendwie passt, ist, es ist immer wichtig, sich an die zweite Stelle des Lebens zu setzen. Was heißt das? Das heißt, Dinge zu hinterfragen, die ich jetzt tue. In welcher Motivation mache ich das? Mache ich das aus dem Herzen außer? Mache ich das aus der Wirtschaftlichkeit außer? Kann ich Herz und Wirtschaftlichkeit gut verbinden? Ja, kann ich andere mitziehen? Kann ich das Thema Ernährungssouveränität wirklich auch so nach außen treiben, dass die Leute es verstehen? Weil, liebe Gäste, ihr wisst das alle, es ist so wenig Verständnis da und es ist gehört so viel, weil seit der Industrialisierungszeit ist nur auf Pump, 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 ja, und ein paar Große quasi haben viel Macht und es geht darum, das wieder ins Kleine zu formieren, in die Regionalität, in die Ernährungssouveränität, im Kreis. Und es geht darum ja ab Hof beziehungsweise Bio bis vor die Haustüre. Und eine kurze Geschichte, bevor wir jetzt zum Gerhard gehen, ich bin selber Gärtnerin in der dritten Generation in Feldkirchen bei Graz. Bin jetzt seit 25 Jahren beim ORF, habe als Floristin quasi dort begonnen mit dem Wolfram Birchner und der Lissi Engstler. Also bin ein altes Eisen schon dort und in Steiermark heute mache ich Gartentipps und jetzt wieder auf Studio 2 die Naturgartentipps. Also von Biogemüseanbau, Wintersalateanbau und ich mache sehr viele Workshops in meinem Garten und bei mir kommen, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Leute in meinem Garten waren, dass ich ihnen zeige einfach die naturnahe Lebensweise und eben den Naturgarten mit der Selbstversorgung und alles natürlich in Bioqualität. Ich bin auch Humus-Botschafterin in der Ökoregion in Kaindorf, habe selber 3 Bücher geschrieben und mir ist es wichtig, genau dieses nach außen zu tragen und im Endeffekt das Immunsystem des Geistes und des Körpers der Menschen zu stärken. Ich glaube, das ist das, warum ich da bin, so kurz gesagt. Gell? Das Immunsystem des Geistes und das Immunsystem des Körpers. Gut, deswegen ganz kurz zu mir. Um mich geht es überhaupt nicht, es geht um den Gerhard. Lieber Gerhard, ich bitte dich jetzt auch aufzudrehen. Du sitzt jetzt mit der Gudrun da. Du bist unser großer Meister mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und wir bitten euch auch dann, dass wir auch später Fragen stellen, weil ich denke mal, manche sind vielleicht irgendwie am Start, manche haben schlechte Erfahrungen gemacht, manche brauchen irgendwie noch einen Satz, wo sagt, hey, passt, das mache ich, das ziehe ich durch oder das könnte mir jetzt noch helfen, weil im Endeffekt sollen wir ja auch als Mentoren untereinander sein. Ja, dass wir mal sagen, hey, wir vernetzen uns und wir füllen ein paar Lücken auf. Und der Gerhard ist ein guter Mentor, der überall unterwegs ist, Menschen vernetzt, Wissen vernetzt und auch die kritischen Faktoren kennt. Lieber Gerhard. Ja, liebe Angelika, ja, liebe Anwesenden oder TeilnehmerInnen, ich könnte jetzt eigentlich schon aufhören, weil du hast alles gesagt und ich kenne dich ja so, liebe Angelika, obwohl es in Graz sitzt, aber was ist schon Graz? Ist ja auch regional.
200 Kilometer weiter weg. Also du bist ja Wirbelwind, du bist ein Wirbelwind und hast jetzt unheimlich viele, viele wichtige Botschaften da in den Raum gestellt. Wenn ich dich nicht so gut kennen würde und nicht der Geschichte jetzt da verfolgen darf, ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass du entschieden hast, auch eure Gärtnerei umzustellen, auf Bio umzustellen. Und ich bin sicher, dass wir da gemeinsam auch noch ganz große Ideen und Visionen, die vielleicht unseren Enkelkindern und der Nachhaltigkeit unserer Mutter Erde dient, umsetzen werden. Ja, danke für diese einleitenden Worte. Danke auf jeden Fall auch Georg. Ich kann es nicht immer wieder betonen, wie wichtig diese Arbeit ist, die du da als Vorspinner, wie du die auch ja oft gerne bezeichnest, der Ökonomie, der Menschlichkeit benennst. Es ist unheimlich wichtig und ich bin sehr, sehr im tiefen Austausch mit Georg. Ich weiß auch, wie schwer es oft ist, dieses Unverständnis und diese vielleicht diese enge Angst, enge des momentanen Systems so derartig anzuherrlichen und wirklich nicht es zuzulassen, die Frage zu stellen, wie kann es weitergehen, damit es einen Sinn für die nächsten Generationen, für die Enkelkinder macht. Ich möchte ein paar Worte vielleicht zu mir sagen. Also nehmen wir, das ist die Schwiegertochter, die Gudrun. Hallo. Die bei uns bei Adama das Marketing verantwortet. Aber es ist schon die nächste Generation und meiner Frau. Und mir ist es heuer wirklich auch geglückt, eine Sache, die wir jetzt eigentlich seit 7 Jahren, die heilige 7, vorbereiten. Wie kann es denn weitergehen? Weil was hilft es, wenn man mit viel Engagement und mit viel Herzblut und mit viel Glück auch einen Betrieb aufgebaut hat, aber wenn diese Betriebe dann irgendwann einmal nicht weitergehen? Und das ist ganz wunderbar, dass uns das gelungen ist. Also wir haben heuer vor 3 Monaten endgültig jetzt den Kochlöffel abgegeben. Den Löffel haben wir noch nicht abgegeben, aber den also wir haben den Übergabetermin gehabt. Wir sind jetzt, ich kriege heute oder morgen oder hoffentlich das dritte Mal Pension, macht mich ganz aufgeregt. Aber es heißt ja nichts. Was heißt es, wenn man offiziell den Schritt zurück macht? Das heißt, dass man auch die Verantwortung und auch die Energie an die nächsten Generationen übergeht. Und 8 Enkelkinder haben wir auch schon. Und alles das, was wir tun oder alles das, was ich machen möchte, der Georg hat es in der Einleitung gesagt, das soll wirklich den Menschen dienen, das soll der Welt dienen. Also wenn der Georg sagt, ich bin gern bereit, Wissen weiterzugeben, ich fürchte mich eigentlich nicht, Wissen weiterzugeben, weil ich immer der Überzeugung bin, dass das, was uns gelungen ist, also meiner Frau und mir in den letzten 20 Jahren, das kann man nicht kopieren, weil ich glaube immer wieder, das muss man kapieren oder es kann nicht funktionieren. Und deshalb bin ich ganz, ganz offen und ehrlich, meinen Weg zu erzählen. Und ich bin auch gern bereit, wenn sich irgendwer weiter damit auseinandersetzen möchte oder ins Detail gehen möchte, mir individuell mit den Damen, Herren und Kindern oder wer immer es sind, Institutionen auch auszutauschen. Der Georg hat gesagt, dass wir 6.000 Kundinnen und Kunden Kisteln jede Woche ausliefern. Nein, es sind 6.000 Kundinnen und Kunden, mehr als 6.000 Kundinnen und Kunden im Großraum Wien, die wir ausliefern und die wir selbst ausliefern, die wir selbst backen, die wir selbst beschaffen, also nicht die Kunden, sondern jetzt das Material, die Bioprodukte. Und nachdem so im Schnitt jeder Kundin, jede Kundin ungefähr 2,4 Kisteln kriegt, kann man sich ausrechnen, was das für eine große Sache geworden ist. Für mich ist Bio nicht klein und schnuckelig. Also wer mich kennt und wer mich auftreten sieht, weiß, dass ich am liebsten mit Schlapfen herumgehe. Nicht jetzt als Symbol, sondern weil ich mich dort am wohlsten fühle. Ich sage aber immer wieder gern, dass wir Biobauern ja auch schon von den Bäumen heruntergekommen sind. Das heißt, diese Art der Landwirtschaft, die wir betreiben, ist eine moderne, sehr, sehr auch technisch unterstützte Landwirtschaft. Wir treten ja an als Biobauern. Wir sagen ja immer wieder, Bio kann die Welt ernähren. Und das ist jetzt nicht eine Aussage von mir, sondern dazu gibt es ja genügend Studien. Bio kann die Welt ernähren, wenn wir
vielleicht unseren Lebensstil ein bisschen ändern. Also das heißt, wenn wir ein bisschen weniger Fleisch essen, aber vor allem, wenn wir nicht so viel wegschmeißen. Und das finde ich sowieso am allerdümmsten, dass man Produkte, wo Energie drinsteckt, wo vielleicht auch Betreuung drinsteckt, wo Betriebsstoffe drinnen stecken. Also wenn man die dann unachtsam wegschmeißt. Und das führt mir gleich zu diesem Ausspruch. Ich glaube, diese Ökonomie der Menschlichkeit würde auch unbedingt einen Eckpfeiler dadurch stärken, wenn sie sagt, Lebensmittel, Mittel zum Leben, eigentlich das allerwesentlichste und wichtigste für uns, die brauchen einen Preis. Weil eigentlich gibt es das schöne Sprichwort, was nichts kostet, ist ja nichts wert. Und das wird ja im Marketing sehr, sehr oft und sehr, sehr viel verwendet. Und diese Aktionitis und Rabatitis verführt uns ja oft sehr stark, auch, dass wir das kaufen, was wir nicht brauchen. Gerhard, da frage ich jetzt einmal ganz als Moderatorin, ganz einmal brutal jetzt ein. Sag einmal, das heißt, du kriegst die Preise, die für euch passen. Ich habe ja natürlich, ich versuche jetzt gerade ein paar Fragen aus okay. Wo ich mir denke, was für euch interessant sein kann. Liebe Gäste, die jetzt zuhören und liebe Zuhörerinnen, schreibt auch wirklich Fragen in die Chats rein, ja? Weil der Gerhard könnte auch 3 Stunden reden oder 7 Stunden. Das ist überhaupt kein Problem, gell? Die Frage ist auch, dass eure Fragen halt beantwortet werden, weil du bist ein großes Wissenspool oder ich sag mal, da kann man einen Stecker rein tun und da kriegt man tatsächlich Energie und Antworten raus. Das heißt, es ist euch gelungen, den Preis zu bekommen, der für euch passt, dass ihr gut leben könnt und quasi, dass das alles gut bezahlt wird. Ja? Weil das ist ja auch eine große Hürde, weil wir sehen das ja, wir fangen auch mit dem Market Garden an, aha, da kriegst du wieder 2-3 Cent weniger für einen Salat, weil er irgendwie, keine Ahnung, weil er Laus oben war oder sonst irgendwas. Wie schaut es aus? Oder auch bei den Solavis, bei den Gelavis, die einfach ihre Rechnungen anders machen. Ja? Jeder hat so sein Rechnungssystem. Was ist euch da gelungen und in welcher Form? Ja, was ist uns gelungen? Also ich bin ein absoluter Verfechter und es kann funktionieren, wenn diese Brücke Produzent-Konsument gestärkt wird. Also der, der es produziert, kann es dem, der es gebraucht und verbraucht, auch erklären, was ist Qualität? Eine Karotten, die gebrochen ist, ist die jetzt zum Wegschmeißen oder kann man sie auch noch verwenden? Eine Kartoffel, der jetzt groß ist, der jetzt klar ist, ein Apfel, der einen Schalenfehler hat und vielleicht ein besser schmeckt als ein Hochglanzapfel. Also das ist die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist, dass unser landwirtschaftliches System meiner Meinung nach im Argen liegt, weil wir in dem kleinen Österreich noch immer die Botschaft rausgeben, wir müssen für den Weltmarkt produzieren und ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil was hilft uns das, wenn wir die Milch noch quasi nicht wohin exportieren und wenn wir die Edelteile von den Schweinen bei uns in Österreich verkauft oder verschenkt zum Teil und die anderen Teile nach Afrika exportiert. Also was gibt das für Sinn oder wenn man vielleicht die Milchberge bei uns brennt? Gerhard, da unterbreche ich dich jetzt, weil ich glaube, deine Infos sind noch viel. Also, ich glaube, wir sind alle, liebe Leute, beim gleichen Stand. Hey, das geht sich nicht mehr aus, dass wir irgendwo anders hinliefern, dass alles noch mehr subventioniert wird, sondern und es geht darum, dass wenn wir kleine Märkte haben, wie können wir die gut erschließen? Was du jetzt gesagt hast, auf der einen Seite ist den Kontakt wirklich zum Kunden halten. Ja, wir versuchen das auch da in der Region da ganz stark zu sagen, okay, mit dieser Marke habe ich da quasi kriege ich einen anderen Preis. Wo können wir von dir lernen, was du gelernt hast? Von dem Lernen. Also ich war vor 20 Jahren, als wir begonnen haben, mir war es wesentlich und wichtig, diese Brücke Konsument-Produzent zu schlagen und auch die Preise so auch zu kalkulieren, dass man es kalkulieren kann. Das ist ja das nächste System, dass 85% der österreichischen Lebensmittel über den LEH vertrieben wird. Alle LEH, die jetzt zuhören, herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ihr Bioprodukte verkauft. Aber das Problem ist natürlich auch, dass im LEH meiner Meinung nach immer Werbung betrieben wird, wie wenn alles Bio war, was verkauft wird. Aber das, was sie wirklich verkaufen, sind 10% und 90% ist konventionell, industriell gefertigte Produkte. Ich glaube, wir müssen versuchen, die Botschaft ist, einen vernünftigen Preis, einen kalkulierbaren Preis zu erzielen und den Konsumenten das auch kundzutun. Warum kostet dieser Geld?
Und wenn man diese Brücke schafft, dann steht das System auf anderen Beinen, als wenn Marketing-Gurus da Werbebotschaften aussenden und uns alle verwirren und uns alle in Richtungen bringen, die schrecklich sind. Also ein Beispiel noch, wir sind auch Exkursionsbetrieb. Wir lieben es, wenn Kinder kommen, wir lieben es, wenn Menschen kommen, ihnen zu zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert. Aber wir kennen Kinder, die sprechen zum Beispiel davon, dass sie keine Milch mehr, sie trinken keine Kuhmilch zu Hause, sondern sie trinken Heumilch. Oder der Simon hat mir erzählt, einer unserer Söhne, der Exkursionen macht, dass es Kinder gibt, die fragen, wo wächst der Käse? Also da müssen wir aufpassen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht diese Walze, die immer über uns drüber fährt, Lebensmittel müssen billig sein, dass wir dem widerstehen. Ich glaube, wir müssen einen gescheiten Preis haben, einen hohen Preis. Wir müssen sehr, sehr gut planen, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Dann hätten wir weniger wegschmeißen und dann hätten wir vielleicht hochwertigere Produkte auf unseren Feldern und nicht die Menge darf bezahlt werden, sondern ich glaube, das Produkt muss seinen Preis haben. Und eins möchte ich noch sagen, Angelika, die größte Schande, es ist ja eigentlich beleidigend, ist doch, dass wir Bauern uns anstellen müssen um Förderungen. Das heißt, was hat man denn da für ein Gefühl, wenn man eigentlich nur heißt, wir können von dem, was wir produzieren, gar nicht leben, weil darum gibt es Förderungen. Ist denn das nicht demütigend? Das ist ja extrem traurig, weil ich habe in meiner Familie genauso große landwirtschaftliche Betriebe, die sagen, Angelika, natürlich kriegt man da was, aber es tut ja in der Seele weh eigentlich für das, was man tut und für das, was man ausgebildet worden ist, gar nicht das Geld dafür kriegt, sondern anders. Also es, ja, ich glaube, wir müssen fragen, was da mit uns passiert, die Werthaltung gegen uns selbst gegenüber. Du hast jetzt angekündigt, beziehungsweise wir in Österreich geben ja, glaube ich, so 12% oder 13% der Einnahmen für Lebensmittel aus. Ja, da ist ein geringer Teil Bio, das wissen wir mittlerweile auch, aber es ist Tendenz steigend. Und den Rest für irgendwas anderes, wo wir die 10. Jeans haben und das beste Handy. In Indien ist es umgekehrt. Ja, da gibt man 90% für die Lebensmittel aus und 10% für das, was man rundherum braucht. Die Frage ist, was für uns wichtiger ist. Und ich denke, ganz ein wichtiger Grundsatz ist die Haltung, die man auch werbetechnisch, ich sag mal, transformiert bekommt und wie man das machen kann, dass man die Wertigkeit, was man auf unseren Feldern hat, um die Ernährungssouveränität innerhalb von Österreich, wenn es überall, wir wissen auch, dass die Transporte klappen zusammen. In Kasachstan das Kornlager wird weniger, die Preise steigen. Ich glaube, wir müssen uns ganz gut auch schützen, dass wir sagen, hey, die Ernährungssouveränität innerhalb von Österreich, weil sonst haben wir ein Riesenproblem, ganz einfach. Ne? Jetzt geht es zu der nächsten Frage, Gerhard. Und zwar, weil du das Bio-Kistl ansprichst, möchte ich dort jetzt ein bisschen rüberspringen. Wir wissen, wir haben viel zu tun. Wir wissen, dass Marketing teilweise wichtiger ist als das Produkt selbst. Das ist das Riesenproblem bei uns. Ja? Denken wir nur an irgendwelche Zuckern oder sonst irgendwas, wo Vitamin C umsteht und das ist es nicht. Es geht voll um Marketing und auf der anderen Seite in dieser Zeit jetzt, lieber Gerhard, ich habe das seit 20 Jahren aufgebaut, ist Bio-Kistl vor die Haustüre, ist es etwas Attraktives? Wie geht es den Jugendlichen, wie geht es den Jungen damit, wie geht es Familien damit, die damit noch nicht in Konfrontation sind oder das noch nicht kennen? Welche Erfahrungen hast du damit? Ja, vielleicht noch vorher ein Wort dazu. Ich glaube, was wir alle brauchen würden, das wäre mehr Gemeinschaftssinn. Also das hätte ich mit dieser Angst meint. Du kennst mich, Angelika. Wir sprechen auch einige über mögliche Systeme in Graz und ich bin da auch sehr, sehr offen, Menschen mitzunehmen, weil ich weiß, alleine kann man nicht gut sein, sondern man kann diese Erfahrung weitergeben. Der Vorteil des Bio-Kistels ist natürlich für einen Landwirt, für einen Produzenten was ganz Geniales, weil eigentlich die Planbarkeit gegeben ist. Das heißt, die Planbarkeit ist insofern gegeben, dass ich bzw. der Verantwortliche in der Landwirtschaft weiß, wie lange ein Salat zu welcher Jahreszeit braucht, bis er wächst. Oder wie lange die Vorlaufzeiten sind. Und die sind in der Landwirtschaft verdammt lang. Und das ist auch ein ganz wesentliches Herzensanliegen von mir, dass es nicht die Botschaft sein kann, ich liefere dir alles binnen 3 Stunden, sondern ich glaube, das braucht eine gewisse Zeit, eine gewisse Wertschätzung. Das geht nicht.
Weil in der Landwirtschaft ist es auch bitte so, wenn etwas kaputt ist oder was, ich kann es nicht in 3 Stunden liefern. Das ist undenkbar, unmöglich und meiner Meinung nach unterstützt das auch eigentlich die Wegwerfgesellschaft. Der Vorteil ist, dass man das Kistl sehr gut planen kann. Das heißt, wir, die vor 20 Jahren damit begonnen haben, also 2000, und einer der ersten in Österreich waren damals, der Athleten in Oberösterreich hat es auch schon gemacht damals, da hat keiner noch nachgedacht, was da war nicht einmal noch Amazon so weit, dass sie gesagt haben, wir machen was in der Hauszustellung. Alle haben gesagt, die sind deppert, was machen, aber wir haben es getan. Wie heißt so schön, dann kam jemand und zeigt es, dass es gegangen ist. Und für den Konsumenten ist das natürlich auch was ganz Geniales, weil so wie wir das machen, gibt es einen gewissen Überraschungseffekt. Das heißt, der Konsument kriegt auch Gemüse, das er vielleicht nicht kennt oder nicht so gut kennt, aber er kriegt auch zumindest von uns und bei uns ein vierseitiges Beilageblatt, wo mindestens 4 Rezepte drin sind. Also eine Bedienungsanleitung auch dafür, was kann er mit diesem Angebot machen. Und ich glaube, das ist uns immer wieder oder wird uns auch immer wieder zurückgemeldet. Das ist genial, weil es eben ganz einfach auch den Horizont weitet. Und in die Richtung, also wir stellen wir das vor, also ich stelle mir das so vor, wenn man miteinander vielleicht auch sowas aufbaut, es muss nicht auch jeder sein Rezeptplattel machen, es muss nicht auch jeder sein Kistl machen. Das, was wir brauchen würden, das ist viel mehr Vertrauen gegenseitiges und viel mehr Mut, dann könnte man, und so behauptet es jetzt einmal, auch dieses von uns entwickelte System, das eine absolute Alternative zum System Supermarkt darstellt, österreichweit ganz, ganz gut ausholen. Aber das kann nicht einer machen, sondern das müsste eine größere Gruppe machen. Und dazu möchte ich heute ganz einfach auch einladen, reden wir drüber, warum nicht? Dann frage ich dich gleich, weil du das jetzt so ankündigst. Es ist so, wie du sagst, es ist, ich sag mal, eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Markt. Ich habe mich letztes Jahr, wenn du durch Graz fährst, war Gemüse um 1 Euro. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einen dicken Stift aus und kratzel überall drüber. Also ich war kurz davor, radikal zu werden, muss ich echt sagen. Gemüse um 1 Euro. Also dieses Geiz ist Geil-Prinzip, ja. Dieses auch noch marketingtechnisch anzuheizen. So, hey, super, jetzt habe ich einen Kratzschädel um 1 Euro gekriegt, ne? Krass. Die Leute sind dann auch ja noch stolz drauf, ne? Wir sind ja nicht wirklich Homo sapiens, wir sind ja nicht wirklich erleuchtet. Ich hoffe, wir kommen zur Erleuchtung. Was könnten wir tun, Gerhard, weil du das jetzt ansprichst und wir sind ja schon in Kooperation. Was müssten für Schritte eingeleitet werden, damit sowas gelingen kann, damit man wirklich einen effektiven Part dagegen stellen könnte mit diesem System, was ihr aufgebaut habt? Zum Beispiel in Graz. Vielleicht, liebe Angelika, ist ein erster Schritt heute getan. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teilnehmer sind, aber ein weiterer Schritt ist sicherlich diese Plattform der Ökonomie der Menschlichkeit, weil ich glaube, wir versuchen dort, solche Menschen zu begegnen, solche Menschen auch auf die Reise mitzunehmen, die sagen, die Wirtschaft soll doch für uns Menschen da sein. Wir Menschen dürfen doch nicht die Geknechteten der Wirtschaft sein, dass noch ein paar noch reicher werden. Sie werden genauso sterben müssen wie wir alle miteinander. Und wie heißt so schön, das letzte Hemd hat ja keine Tasche mehr. Also ich glaube, wir sollten mehr gemeinwohlorientierter und mehr zufriedener und mehr für die nächsten Generationen denken. Wir haben ja diese Erde auch nur zur Betreuung übertragen bekommen. Sie ist ja nicht unser Eigentum. Und irgendwer hat doch schon auch im Eingangsstatement gesagt, ich glaube, das warst eh du, dass wir bisher ja nur auf Teufel komm außer ausgebeutet haben, um nur dieses Verdrückten noch mehr, ja, was ist genug und was muss noch alles sein? Also genug ist, was genügt, was jedem genügt. Also ich glaube, wir brauchen mehr Zufriedenheit, ich glaube, wir brauchen neue Werte, vielleicht so Persönlichkeitswerte. Ich definiere mich jetzt nicht über mein Auto oder was oder über mein schönes Leiberl, ich definiere mich über mich. Und ich weiß, dass uns Gott sei Dank, und es war nicht immer so, auch was gelungen ist und wir sind heute ein Vorbild. Ja, das, was wir gemacht haben, das funktioniert. Und ich glaube da auch immer wieder, das, was wir brauchen auf dieser Erde, wir brauchen viel mehr Vorbilder. Wir brauchen nicht so diese Alleswisser, weil die sind wir sowieso suspekt, weil wenn einer kommt und sagt, so ist es und nicht anders, das macht schon bei mir einmal ganz schlecht, ganz einen schlechten Hintergrund, weil das gibt es nicht. Das kann keiner aufstehen und kann sagen, so ist es.
sondern so ist es auch. Das gefällt mir und das, dazu kann ich stehen. 8 Milliarden Leute auf dieser Erde, es ist bewiesen, dass jeder Mensch anders ist. Und da kommen dann die selbsternannten Propheten und sagen, aber so ist es. Also ich glaube, was wir brauchen, das ist Offenheit, Austausch, Freude brauchen wir und keine Angst und ein gewisses Vertrauen und vielleicht noch ein Wert, der vom Georg auch immer wieder dann so genannt wird, das ist vielleicht auch Leichtigkeit. Und ich glaube, wenn wir das haben und wenn wir uns begegnen auf dieser Ebene, dann können wir vieles, vieles bewegen. Und dann werden vielleicht da die ganz großen Multis, die sagen, ihr müsst im Radl rennen. Vielleicht steigen wir dann aus und kommen auf schöne, enkeltaugliche, zukunftstaugliche, der Mutter Erde dienende Strategien und Strukturen. Und ich glaube, wir haben das vorgelebt und ich gebe dieses Beispiel auch sehr, sehr gern preis. Vielen Dank, lieber Gerhard. Ich schaue jetzt gerade in den Chat. Der Ludwig Gruber hat da geschrieben, es ist noch ein bisschen was zum vorhergehenden Thema, die strukturellen Nachteile des Familienunternehmens. Also das ist natürlich eine Schwierigkeit, das muss man ausprobieren, da muss man seine eigenen Wege finden, um die Preisdurchsetzungen besonders möglichst effektiv auch zu gestalten. Das ist ein Riesenthema, damit kämpfen wir, egal ob im Market Garden oder bei den SolarWies, auch immer wieder, völlig klar, völlig klar. Ja, ich darf noch 2 Sachen dazu sagen, das weiß ich, weil wir haben zu zweit angefangen, meine Frau und ich, und eine unheimlich starke Vision, rechtzeitig beginnen, Strukturen einzuziehen, weil sonst brennt man aus. Also das heißt, Direktvermarktung wird ja sehr oft gesehen als von Montag bis Freitag arbeite ich halt am Feld oder im Garten oder wo immer und Samstag, Sonntag steht dann am Markt und verkaufst. Das geht nicht, das geht nicht lange, sondern rechtzeitig Strukturen einzuführen und auch diese SolarWies und diese ganzen Selbsternteprojekte, ganz genial und so. Aber bitte, bitte auch austauschen und sprechen drüber, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich habe heute mit jemandem ein Gespräch geführt, was machen die, die im Sommer unheimlich glücklich sind, auf ihren Gärten selbst gezogenes Gemüse zu kriegen. Genial, weil es eigentlich auch sehen, wenn sie eine Woche nicht da sind und es gierst keiner, ist kaputt. Oder genial, wenn sie 2 Wochen nicht hingehen und es jätet keiner, dann ist wahrscheinlich die Kulturpflanzen schon von Unkraut ja, abgestorben. Aber ich glaube auch, dass man diese Konzepte ja kreisläufig denken soll, also ganz durchgehend, weil was macht eben der selbst der Bauer, der selbst, was macht er denn im Winter? Dann rennt er wieder in den Supermarkt. Also vielleicht gibt es auch da Möglichkeiten und Austausch, Ideen. Ich glaube, wir müssen groß denken und wir müssen über den Tellerrand drüber schauen und dürfen nicht in dieser angstbesessenen Kleinheit bleiben. Und das ist mir halt so wichtig. Wir haben es geschafft, war auch nicht immer einfach, ich sage es immer wieder dazu, und rechtzeitig aber anfangen, Strukturen zu schaffen, weil sonst brennt man aus. Und wenn man die Freiheit verliert, dann ist es wirklich nur, dann verliert man vieles. Weil du das gerade sagst, wir haben ja auch parallel dazu eine Einladung von euch bekommen. Wir dürfen nächstes Jahr, also ich war ja schon bei euch und ich freue mich wieder, gern wieder mit, dass wir wirklich einmal gemeinsam die Interesse haben. Ich glaube, der Georg schickt es dann aus, dass wir gemeinsam Pläne schmieden bei dir und bei euch und uns wirklich mal zusammensetzen. Ich glaube, das braucht dann wirklich einen Tag, wo man Dinge laut ausspricht. Ich bin ein Freund von laut denken, ja, dass man gemeinsam laut denkt, die Ängste, weil die Ängste sind auch da, aber die kriegen vielleicht wieder einen anderen Drive, wenn man die gut besprechen kann. Vielen Dank für diese Einladung, das werden wir auf jeden Fall annehmen. Und dann möchte ich überleiten auch noch zum Rudolf. Der Rudolf hat ein Statement geschrieben, solange wir in diesem weltweiten Schuldgeldsystem gefangen sind, werden wir keine Lösung erzielen. Lieber Rudolf, völlig richtig, die Frage ist, ob wir aussteigen wollen von dem und in welcher Form. Weil ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter, die nach oben geht. Aber wie lange wollen wir da drinnen sein? Ne? Jetzt hat es uns einmal durch Corona alle mal aus dem Hamsterrad außerpfeffert, sage ich immer. Ich sage immer gern aus der Waschmaschine. Weißt du, wo irgendeiner, wo man glaubt, ein Programm einschaltet und dann schleudert es dir mal durch. So duff, duff. Jetzt hat es uns einmal ausgekaut, so einen Moment einmal. Was brauche ich eigentlich? Welche Größe? Welche Fläche will ich bewirtschaften? Wie will ich wohnen? Wie will ich leben? Verbringe ich genügend Zeit mit meiner Familie? Oder bin ich in diesem Schuldsystem gefangen? Völlig klar. Das ist aber ein altes System. Lieber Rudolf, korrigiert es mich, wenn ich falsch liege. Die müssen jetzt so viel Werbung für dieses System machen, an allen Ecken und Enden, weil es hin ist. Es ist hin. Deswegen müssen sie ja so viel Werbung machen und so viel Druck machen,
damit das Ganze, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, die mir da erlaube reinzuschmeißen. Und die Frage ist, wie wollen wir diesen neuen Kreis oder das neue Wirtschaftssystem aufbauen? Es gibt Modelle, ja, egal ob es jetzt der Joschi Riegler ist oder die Ökonomie der Menschlichkeit, beziehungsweise einfach unterschiedliche Systeme, die man schon kreieren kann. Und die Frage ist, welche Lösungsvorschläge gibt es von deiner Seite? Gerhard, ein Statement dazu mit diesem Geld- und Wirtschaftssystem. Ich möchte dazu sagen, also ich glaube, das Wichtige ist, dass man für was ist und nicht gegen was ist. Weil das kostet so viel Kraft und Energie, gegen was zu sein. Also wir haben uns damals entschieden, diesen Weg zu gehen mit unheimlicher Kraft und unheimlichem Mut. Wer hätte in diesem System daran gedacht, dass man irgendwo einmal in eine Situation kommen, wo man für Zinsen sogar belastet wird. Ja? Also ich glaube, das System ist das überschaut keiner. Ich kapiere es sowieso nicht. Aber ich bin ja jetzt nicht dagegen, weil ich nichts Besseres kenne, sondern ich versuche halt ganz einfach so zu leben, dass ich nicht die gefühlten Sparkassen oder Sparbücher habe, weil das war wieder Angst besessen. Ich glaube, dass ich als Familie mit meiner Frau, aber mit meinen Kindern und Schwiegerkindern und Enkelkindern, dass ich da in einem System drinnen bin, das abgesichert ist. Und das gibt mir die Sicherheit. Und ich denke eigentlich gar nicht so für dieses System, weil das entwickelt sich wahrscheinlich ohne meinen Zutun. Ich versuche, dass man fair arbeitet, also sowohl, wir haben jetzt 200 Mitarbeiterinnen, dass man die fair bezahlt, dass man es fair behandelt, dass man eben auch dort Menschlichkeit und Anerkennung kommuniziert und transportiert. Also wir sind da der Meinung, dass es nicht immer nur ums Geld geht, auch bei unseren anderen Mitarbeiterinnen, die eben vom Hilfsarbeiter bis zum Akademiker rauf sind, sondern es sind andere Anerkennungsmittel auch. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist eine gewisse Augenhöhe und eine gewisse Wertschätzung. Also das kann ich so mitgeben. Und wir versuchen auch, und das würde ich vielleicht auch noch als Diskussionsgrundlage bringen, wir versuchen auch mit unseren Kundinnen und Kunden in einen Austausch zu sein. Jetzt natürlich mit diesem Corona-Wahnsinn geht es nicht, aber wir laden sonst immer unheimlich gern zu unserem Hof ein und zeigen ihnen, wie Landwirtschaft funktioniert. Und ich kann nur sagen, die meisten wollen das auch sehr wohl. Und die Kinder sind begeistert, wenn man ihnen das erzeigt. Also diese Offenheit und auch das anzusprechen, was wir für Sorgen haben und was wir für Wünsche hätten. Und da ist nicht einmal so sehr der Preis, sondern ich glaube, da geht es ja auch wieder um diese Wertschätzung. Und die Wertschätzung für das Tun, und aber auch das Verstehen des Tuns, weil Landwirtschaft funktioniert nicht in Stunden, sondern das sind wirklich Epochen. Einer meiner Söhne hat jetzt gesagt, also es heißt ja 66 Ernten, und das ist wirklich nicht viel, 66, ja. In 66 Ernten ist diese Erde, wenn wir so weiter tun, eigentlich zerstört. Und ich glaube, das sind dann ganz andere Herausforderungen als vielleicht ein Virus. Weil, den werden wir schon irgendwie loskriegen, aber wenn die Erde kaputt ist. Und die Frage stellt sich ja nur immer, warum machen wir es denn kaputt? Ja, wofür denn? Für das Ego gewisser Menschen, die ja auch wieder arm sind, weil sie es irgendwo so mitgekriegt haben oder weil man es ihnen gelernt hat oder weil sie vielleicht verletzt sind oder psychologisch irgendwo halt gebrochen. Aber ich glaube, diese Erde könnte so schön sein und wir hätten alle genug davon und wir könnten so ausgezeichnet leben, wenn nicht immer die Menschen kommen würden und sagen, ihr müsst aber das machen, ihr müsst das machen. Da gibt es ganz ein schönes Buch jetzt von der Mandana Shiva, ich habe mir das jetzt da aufgeschrieben. Also das kann ich dann auch gerne empfehlen, wie das heißt. Also wo wirklich auch drinnen steckt, warum sich denn diese chemisch-industrielle Landwirtschaft dorthin gewandelt hat, wo wir jetzt sind. Die sind ja zum Teil Relikte aus der Kriegsführung, dass halt dann draufgekommen sind, unsere Kampfstoffe. Krieg gibt es leider keine mehr, nicht meine Worte. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir es woanders hin verkaufen. Naja, dann hat man es halt ganz einfach
verändert und in die Landwirtschaft halt gebracht. Es war ja alles, man, egal welches Produkt jetzt ganz zu massigem Geld gemacht wird, es war ja alles ein guter oder interessanter Ursprung auch von Justus von Liebig. Ne? Der hat ja gar nichts Besseres gemacht, sondern der Kollege hat gesagt, okay, das ist doch eine coole Geschichte. Ne? Und das wird halt dann irgendwann verwendet, wenn Gier dazukommt. Ne? Das ist so eine ganz interessante Eigenschaft des Menschen. Nebenbei, lieber Gerhard, darf ich kurz zu einem nächsten Thema, weil wir haben jetzt so, wir denken ja so, dass wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten noch haben und weil der Franz etwas Tolles gesagt hat. Franz, und zwar Bioproduzenten müssen sich bemühen, eigene Vertriebswege, Wochenmärkte zu organisieren. Die Handelskonzerne sind keine passenden Partner. Da sind wir uns völlig einig. In der Stadt Salzburg kommen jede Woche Donnerstag bis Samstag etwa ein halbes Dutzend Bioproduzenten, Metzger, Käsebauer, Bäcker, Gemüsebauer, jeweils an verschiedenen Stadtteilen und sind bereits bestens frequentiert. Also das ist wirklich fantastisch. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Wir könnten doch in Graz, ich habe da eine Idee. Wir machen ein Versuchsfeld in Graz. Wir nehmen ein Stadtteil her und machen das als Biofeldkirchen. Was? Ich sage es jetzt einmal so. Das wäre doch eine Idee, Franz, von dir jetzt ausgehend, dass man einen Bio-Stadtteil macht. Aber wir schreiben Vorfeldkirchen Bio hin und dann starten wir mal. Schlechte Versung. Die Erfahrung zeigt es bei uns, dass es gut. Wir haben lange Zeit auf Märkten gearbeitet in Wien. Dann ist die Registrierkassenverordnung gekommen und wir haben natürlich auch als anständige Staatsbürger diese Verordnung auch umgesetzt. Und dann sind wir drauf gekommen, wie viel wir im Jahr bei diesen Wochenmärkten dazulegen. Also das heißt, wenn wir es so machen oder wenn der Markt so aufgebaut ist, wie wir es gemacht haben, dass man mit Personal, das angemeldet ist und mit Registrierkasse gearbeitet hat, dann legt man viel Geld dazu. Warum? Es hat dann wirkliche Kundgebungen gegeben, dass wir auf den Märkten bleiben sollen. Also die Leute haben uns wirklich geschrieben und so weiter. Ältere Leute haben geweint sogar, ist mir berichtet worden. Eine hat uns ein Gedicht geschrieben. Aber zu uns sind sie immer gekommen und haben um 6,55 Euro gekauft. Und dann sind sie zum Billerspar und Hofer gegangen und um 20 Euro gekauft. Das ist ein Fakt. Und wenn man so wirtschaftet wie wir mit angemeldetem Personal, Wochenmarkt hast, du fährst hin auf Risiko, wenn das Wetter kalt ist, friert, kannst Obst, Gemüse, kannst das kübeln, wenn es heiß ist, kannst das noch einen Tag auch kübeln. Das Kistl ist ein ideales System, weil du ganz einfach diese Planung hast. Der Markt, haben wir dann festgestellt, oder unser Conclusio war, für die funktioniert es, wenn der Direktvermarkter selbst hinfährt, er selber, der Produzent, die Bäuerin oder was immer, und das Geld, das am Abend im Sack haben, das ist quasi ihr Rehbach. Wenn es dich an andere, ich glaube nicht, aber ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten. Und die Supermärkte, wie ich angefangen habe, ich war immer dafür, dass wir Biobauern selbst eine österreichweite Vermarktungsgeschichte machen. Ich bin nur immer dran, dass uns da was einfällt. Also lieber Salzburger, vielleicht reden wir einmal drüber, aber das muss gut geplant sein, weil auf eins bin ich ja draufgekommen. Uns ist 2013 gar nicht gut gegangen, weil wir unheimlich schnell gewachsen sind. Und dann haben wir die Betriebswirtschaft auch gefunden. Wir haben heute in unserem Betrieb eine Abteilung, der tut nichts anderes als den ganzen Tag über Zahlen sitzen. Graus haben für mich, aber wichtig, ganz, ganz wichtig, weil es hilft ja nichts, wenn wir nur in der Kraft und in der Energie schwelgen und wenn es hinterrucks nicht zusammengeht. Ich glaube, was wir brauchen, ist auch ein gutes Leben. Wir sind verantwortlich für unsere Familien, wir sind verantwortlich für unsere Mitarbeiterinnen und wir sind auch verantwortlich, wenn wir jetzt eben Lieferanten oder für die Lieferanten, dass man der pünktlich bezahlt und so weiter. Ich glaube, wir müssen da vielleicht noch mal größer denken, aber danke, Angelika. Und in Graz möchte ich auch noch ein Wort dazu sagen. Du weißt, ich bin ja jeden Donnerstag in Graz und schaue immer auf die Märkte. Du kriegst immer Kaffee Beispiel, von mir. Den hole ich mir immer bei dir. Aber am Franz Josefs Markt oder am Kaiser Josef Platz hat mir eine ganz liebe Frau, die jetzt am Donnerstag wieder begegnet, wir haben gesagt, am Wochenende gibt es immer 2-3 Biobauern. Aber unter der Woche gibt es am Franz Josef Platz niemanden. Man kann heute, wenn ich Karotten will, kriege ich keine Bio-Karotten am Franz Josef Platz. Wir werden daran arbeiten, dass wir das auch ändern können. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine gewisse Ruhe. Wir müssen das sehr, sehr gut planen. Und ich bin auch ganz sicher, dass uns die Zukunft gehört. Und ich möchte noch eins sagen zu den Supermärkten. Sind wir froh, dass wir es zum Teil haben, weil sie verkaufen ja doch auch Bio-Ware, Gott sei Dank. Und
Ich darf nur sagen, es gibt da bei den Supermärkten sehr viel gründenkende Menschen. Nur, es sind oft Konzerne. Und Konzerne, Aktiengesellschaften, die sind ja noch im Aktienrecht organisiert. Und der Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft hat die Pflicht, das Geld, das Kapital zu vermehren. Also das heißt, das ist so und das ist dem Gesetz geschuldet. Aber ich glaube, wir sind eben, und da passt auch wieder der Titel dieser Veranstaltung dazu, Ökonomie der Menschlichkeit, wir sind auch dabei, das vielleicht zu ändern, weil es immer an den Akteuren liegt. Und ich glaube, eins ist auch noch erwähnt worden, Einkauf ist ja für die Hausfrau oft Freizeitraub. Und das sind da Botschaften, die wir zurückkriegen aus unserem Kistel. Man kann unseren Einkauf sehr gut planen. Das heißt, du hast eigentlich auch deinen Bedarf geplant. Und wenn du das gut planst und wir bringen das dann auch ins Haus, und dazu sage ich auch noch ein Wort, also es gibt eine Diplomarbeit, die uns bescheinigt hat, dass unser System das ökologischste im Zustellverhalten ist. Also wir liefern mit eigenem Personal und gekühlt aus, damit die Qualität wirklich höchstwertig bleibt. Aber wir machen das alles gebietsweise. Also wir fahren nicht kreuz und quer, sondern wir haben unheimlich kurze Zustellzeit. Und in dieser Diplomarbeit wird auch bescheinigt, dass es eine Möglichkeit gäbe, wo man noch ökologischer einkaufen geht. Das ist, wenn man zu Fuß oder mit dem Rau auf einen Biobauernmarkt fährt. Aber sonst sind wir mit unserem System schon ganz gut dran. Und ich glaube, dass dieses System, das wir haben, wirklich auch ideal ist für andere Gegenden. Und ich kann nur noch einmal sagen, ich freue mich, wenn wir kommen und wir werden uns zusammensetzen in guten Runden. Wir wollen und werden einmal alle für und wieder. Und natürlich geht das nur, und wenn ich jetzt sage, wir als Glinzendorfer mit unseren 100 Kilometer Radius um Glinzendorf herum, was machen wir jetzt in Graz? In Graz fesselt mich die Angelika, weil sie so eine spritzige, freudvolle und kluge Frau ist. Und weil sie selber eine Biogärtnerei hat, es kann nur so funktionieren, wenn es vor Ort auch eine Basisstation gibt. Da muss es einen Gärtner geben, da muss es Biolandwirte geben und da muss es ganz einfach auch Interessierte geben, die sagen, jetzt machen wir was vor Ort. Aber wo beginnt sowas? Also das heißt, es ist ein Jahresprojekt. Wenn ich heute was anbaue, dann brauche ich ein Jahr, bis ich es ernte. Aber wenn ich das dann ernte, dann brauche ich wieder die Kunden. Also das heißt, ich muss von beiden Seiten, sowohl bei der Kundschaft, bei der Kundin, beim Kunden, beim Haushalt, aber auch bei den Produzenten beginnen. Und da haben wir 20-jährige Erfahrung, wie war es eigentlich, wie es nicht geht, aber ich weiß auch, wie es gehen könnte. Und das ist nochmal diese Einladung, uns wirklich da die Köpfe und vielleicht auch die Herzen aufzutun. Das ist immer das Beste. Vielen Dank, lieber Gerhard, wenn man dann von Menschen erfährt, welche Fehler man selbst nicht mehr durchführen muss. Man lernt ja am meisten durch die Fehler. Vielen Dank auch für den Chat. Da muss ich das jetzt kurz einhaken. Ich bin ja aus Graz, ne, und wir sind ja mittlerweile wieder, noch ein Kaltener, eine kommunistische Stadt geworden. Gell? Ich bin im Herzen, bin ich wirklich ein bisschen eine Kommunistin, muss ich sagen, weil natürlich auch die Großbetriebe immer 10 bis 15 bis 20% abgeben mussten für die anderen Betriebe. Also integriert ist dieses Genossenschaftssystem. Ne? So, eine ganz liebe Freundin von mir ist Ossi-Deutsche und die berichtet, hey, was macht ihr da alle? Ihr könnt euch gar nicht vereinen, jeder arbeitet nur für sich und alle werden dann depressiv, ne? So eine Richtung. Und denke ich mir, ja, du hast recht. Ne? Also das ist, und das wäre doch schön, so wie der Heini Staudinger, weil du das auch geschrieben hast, lieber Franz. Absolut, der Heini hat jetzt auch wieder neue Systeme, müsst ihr euch vorstellen. Der hatte es, das muss ich kurz erzählen, war ja letztes Heuer bei ihm oben noch. Und dann, die haben keine Schuhe verkauft, die Geschäfte waren zu und hatten eine wunderbare Idee, dass sie sagen, hey, wer den Leuten in den Winzi-Dörfern und so weiter helfen will, schenkt ihnen doch gute Schuhe von uns. Und es war eine absolute Win-Win-Situation. Eine Riesensumme, ich glaube, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Euro oder mehr, wurden Schuhe für Menschen, die es gebraucht haben, eingekauft oder mit diesen Ländern, wo sie da in Kooperation sind und konnten selber ihre Werkstatt dadurch aufrechterhalten. Also das ist durch eine Idee entstanden und das wurde dann, also die haben einfach Ideen,
die in Kombination, in Kooperation sind. Und dann geht es weiter auch noch mit dem Rudolf. Wie geht es weiter? Wie schaut das nächste System aus? Machen wir eine Parallelwelt? Es gibt natürlich auch schon, ich sag mal, das haben wir damals im Chiemgau auch besprochen, es gibt Landkreise mit eigenen Währungen, gell, Georg? Das war auch da ein Thema, dass man wirklich die Produktion innerhalb quasi ganz anders bewertet und verschifft und so sozusagen die, ich sag mal, die Ernährungssouveränität oder die Produktionssouveränität innerhalb eines Landkreises auch so aufrechterhalten kann. Komplementärwährungen hast du geschrieben. Vielen Dank auch für deinen Input. Und ich glaube, ja, da fällt dir natürlich was ein. Sehr, sehr vieles. Und ich glaube aber, man muss auch diese Systeme, man muss sich da sehr viel austauschen, man braucht eine große Offenheit. Also wir waren einer der Ersten bei den Talenten. Also ich weiß nicht, wie viele Talente wir heute da noch irgendwo herumliegen haben, was eigentlich unheimlich schwer war, weil Lebensmittel braucht ja jeder. Ja? Und die kann man ja nicht jede Woche durchschneiden lassen. Also das war damals noch viel zu gering. Aber natürlich gibt es das auch. Ich glaube, wenn man die Zukunft vorhersehen könnte, das kennen wir ja Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube, es wird andere Systeme geben. Natürlich liegt es immer an uns Menschen, was wir wollen. Aber die Angelika hat einleitend gesagt, dass 13% der Lebensmittel für, ausgegeben werden für vom Haushaltseinkommen. Es sind nur mehr 10%. Also es geht immer weiter runter. Und ich glaube, das ist beschämend. Und jeder, der heute ja zuhört, natürlich, der tägliche Einkauf ist immer auch eine Wahl. Also wo greife ich hin? Wo quasi einen Euro hinein? Und das ist so der Aufruf, wenn man immer wieder sagt, man könnte, ich glaube, ich kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Was kann ich dazu beitragen? Was kann ich dazu beitragen? Und für mich, das sage ich jetzt vielleicht auch noch gegen Ende hin, also für mich ist ja Biobauer zu sein, jetzt nicht nur Kunstding und Spritzmittel wegzulassen und zu versuchen, im Kreislauf und im Einklang mit der Natur zu leben, sondern es ist ja auch viel mehr, es ist ja eine Wertehaltung. Wie stehe ich zu mir, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meiner Frau um, wie gehe ich mit meinen Kindern um, mit meinen Schwiegerkindern, wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen um und wie gehe ich mit der Mutter Erde um, mit diesem Adam, mit dem Ackerboden. Also wie verhalte ich mich mit dem Ackerboden, wie verhalte ich mich mit der Umwelt, sehe ich es als mein Eigentum, kann ich es ausbeuten oder gehe ich so behutsam um damit. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Ich kann sehr viel bewegen. Obwohl, und das sage ich dann einmal gern bei solchen Austauschen, es war unfair, nur zu sagen, die Politik tut nichts. Sie tut ja wirklich nichts. Aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass wir ständig auch, glaube ich, die Politiker daran erinnern müssen, dass sie etwas zu tun haben, nicht jetzt am Blödsinn oder nicht jetzt, weil es vielleicht eine einseitige Beratung sagt, sondern eine großflächige, weitdenkende Entscheidung müssen sie auch treffen und da darf man es auch nicht freisprechen. Die lieben Politiker, weil Steuern, liebe Damen und Herren und Gäste, sind ja zum Steuern da und man könnte ja zum Beispiel sagen, für Bio-Lebensmittel tut man halt nur 7% Mehrwertsteuer verlangen oder ähnliche sinnvolle Maßnahmen, aber das bedarf natürlich einer politischen Entscheidung, weil das kann ich nur vorschlagen, aber einführen und durchsetzen kann ich es nicht. Ich glaube, wir haben alle miteinander viel, viel Möglichkeiten. Es ist schön, dass uns das auch gelungen ist, in eine Dimension zu kommen, wo wir auch wirklich mitgestalten wollen und es uns auch vielleicht manchmal leisten können. Und ich sage das nochmal in dem Angebot. Herzlich willkommen, Georg und Angelika. Vielleicht ist das heute einmal ein Impuls gewesen, ein Impuls zur Hoffnung, dass alles besser wird, weil ich glaube, Hoffnungslosigkeit ist das Allerschlimmste und gerade für die nächsten Generationen auch. Ich glaube, wir brauchen einen ganz positiven, kräftigen Ausblick und wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen, aber was wir brauchen, das sind Vorschläge. Wir brauchen Lösungen und diese Lösungen, die sollten wir teilen und dann kann was Gutes passieren. Ich denke auch, lieber Gerhard, ich glaube wichtig, dass wir uns zusammensetzen, zu sagen, okay, welche Ideen haben wir? Wir wissen auch, dass dieses System für uns auch nicht passt, weil im Endeffekt möchte sich doch jeder am Ende des Tages in den Spiegel schauen können.
Und in die Augen vom anderen. Und in die Augen vom anderen. Bin ich mit mir gut umgegangen? Habe ich mir ausreichend Zeit gegeben, um mich zu erholen? Habe ich ein gutes Produkt verkauft? Bin ich mit meiner Mutter Erde gut umgegangen? Bin ich mit meinem Nachbarn gut umgegangen und mit meiner Familie? Ich glaube, und das ist so dieses Surrounding, das Feld ist ja so viel, viel größer als das, was wir in der Schule lernen, zu sagen, es gibt nur diese eine Linie und wir können uns tagtäglich immer wieder entscheiden, anders zu agieren, wenn wir selber merken, hey, Moment einmal, da ticke ich nicht richtig. Ich habe gerade was an der Waffel, würde meine Aussie-Freundin sagen. Ne? Du hast gerade was an der Waffel, ne? Du siehst gerade irgendwie schon. Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass wir laut denken, dass wir uns zusammensetzen, die Einladung von der Ökonomie der Menschlichkeit, die gibt es bei Adama, beim Gerhard Zubeck, dass wir zu dir kommen dürfen, wer Interesse hat. Leute, wir geben für nächstes Jahr dann auch einen Termin aus. Georg, vielleicht magst du, es gibt eine Frage noch von der Pia Melanie, darf ich nur ganz kurz, weil sie einfach da ist, gibt es vielleicht noch Zeit für meine Frage, was passiert mit dem Obst und Gemüse, das nicht verkauft oder ausgeliefert wird? Kannst du das ganz kurz beantworten? Ganz gerne, natürlich. Wir waren immer bei den Ersten dabei. Also momentan waren wir die Ersten, die dieses Good-to-go gehabt haben. Heute gibt es ja das auch schon, heute ist ja auch schon fast Inflation, ja? Weil heute diese Lebensmittelretter ja auch ganz, ganz gut vermarktet werden. Aber Good-to-go ist super. Wir waren die Ersten bei Good-to-go. Wir sind heute noch bei Good-to-go dabei. Wir waren eine der ganz Ersten, das wird uns auch von dort bestätigt, die Wiener Tafel gestützt haben. Also da war es auch noch wirklich ein Haufen voll kämpfender und gut weinender Leute. Heute ist eine gute Organisation. Wir haben mit den Sommermärkten zu tun. Es kommen heute die Foodsavers zu uns, weil es immer natürlich auch wieder das große Problem gibt. Das Personal, also Arbeitskraft kostet Geld. Vielleicht lasst es noch diesen Satz dazu sagen, ich möchte ja gar nicht berechnen, oder es gibt ja kaum noch Untersuchungen, was ein Bauer ja alles am Acker noch lässt. Nicht jetzt, weil es verdorben ist, sondern weil es groß, weil es klein, weil es gebrochen ist, oder weil wir als Tierlieber, Liebhaber finden, dass die Mäuse so deppert sind, dass sie halt nicht zum Beispiel eine Karotten ganz fressen oder einen Kürbis, sondern sie beißen halt an jedem Kürbis ein bisschen oder nagen bei jeder Karotte ein bisschen drauf. Aber das wäre ja eigentlich gar nicht schlecht, sondern man kann es ja auch wegschneiden, aber man muss halt auch erklären, warum das dann vielleicht oft augenscheinlich schlecht ist. Aber ich glaube, dass wir auch alle eingeladen sind, einen neuen Qualitätsstandard auch für Obst und Gemüse oder überhaupt für Früchte zu finden. Weil was haben wir denn alles? Es ist uns vorgegeben, dass es Optik ist. Optik und Uniformität. Muss alles gleich sein. Aber das ist uns ja vorgegeben. Das war ja früher nicht so. Ich verstehe zum Beispiel bis heute noch nicht, warum auch alle die Ware, und wir müssen es auch machen oder wir machen es auch, warum eine Karotten gewaschen sein muss, das heißt, sie halt viel, viel weniger, warum eine Kartoffel gewaschen sein muss, warum Wurzelgemüse gewaschen sein muss. Ja? Das nur eigentlich der Optik halber. Aber den Sinn dahinter hinterfragen wir gar nicht. Aber es gibt ja die Vorschrift. Irgendwer hat das halt dann irgendwo einmal verordnet und wir müssen uns halt auch dran halten. Aber ich glaube, wenn wir das auch verstehen, was wollen wir, eine Ökonomie der Menschlichkeit und nicht, dass uns immer gesagt wird, was wir zu tun haben, dieses Hamsterrad. Vielleicht passiert da was und ich bin nicht endender Optimist, dass alles wird gut und vielleicht war das heute wieder ein guter Input, Angelika und Georg, für weitere Schritte. Für weitere Schritte. Lieber Gerhard, vielen lieben Dank. Ich glaube, es ist ganz wichtig zusammenfassend, die Ökonomie der Menschlichkeit beinhaltet ganz, ganz viel. Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit der Mutter Erde um? Wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Die Frage am Ende des Tages ist, bin ich gestärkter aus diesem Tag gegangen? Sind meine Mitarbeiter gestärkter aus diesem Tag gegangen, als dass sie reingekommen sind? Das ist die Ansage von Anselm Grün und Bodo Jansen, die sich wirklich zur Aufgabe gemacht haben, auch Marketing-Tools in wirtschaftliche große Systeme einzubauen und zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit mir und mit den Mitarbeitern um? Und im Endeffekt, wir sehen ja, weil wenn die Leute schlecht nach Hause gehen, gehen sie schlecht mit ihrer Familie um. Wenn sie gut nach Hause gehen, gestärkt nach Hause gehen, dann gehen sie gut mit ihnen um. Und ich glaube, da ist so, so viel drinnen. Und auch noch von den Anthroposophen Rudolf Steiner, liebe Leute, wir können nur gute Gedanken produzieren, wenn wir Gutes essen. Wenn wir die ganze Zeit nur Kindermilch schnitten und keine Ahnung, nur Zucker essen,
Leute, wir können, das verbiegt da oben alles. Das sage ich jetzt einmal aus meinem Ding. Also, es ist ja so, es verbiegt ja alles. Gell? Und wenn wir gute Bio-Karotten, und ich liebe es, ich grabe jetzt heute wieder Pasta, heute gibt es wieder Pastinakenfest bei uns. Ja? Wir essen halt jetzt 3 Wochen Pastinaken und Wintersalat. Das ist halt jetzt so, es passt super. Ein paar Kartoffeln bringst du noch morgen dann mit oder übermorgen. Aber, gell? Aber liebe Leute, das ist so wichtig, dass man das vermittelt. Wirklich auch, das hat aus der Anthroposophie einfach mit unserem Menschensein, mit unserem Leben zu tun und mit unseren Gedanken. In diesem Sinne, super, super, dass ihr dabei wart. Ich übergebe jetzt an den Georg. Die Ökonomie der Menschlichkeit ist eine Plattform, wo wir gemeinsam wachsen können, wo wir aus der Graswurzelbewegung, ja, etwas tun können. Wir können nicht nur sagen, hey, da oben machen die was falsch, ich mache das jetzt nicht. Ja, das geht nicht. Das ist Steinzeit. Das sind alles nur Ausreden. Wir müssen anders ansetzen. Und deswegen wart ihr heute auch dabei. Danke. Angelika, du sprudelst, so wie die kennengelernt, so bist du, und du hast so ein großes Interesse und Herz, wirklich etwas zu hinterlassen auf dem Planeten, und das gelingt. Danke, danke, Herr Gerhard. Gut, und hätte auch viel zum Sagen gehabt. Thema Marketing war da eine Stunde, ist schnell vorbei, aber ich möchte mich noch bei Bio Austria bedanken für die tolle Unterstützung, und die geht auch noch weiter. Die kommunizieren ja auch die Aufzeichnung, und wo heute kein Raum gewesen ist, und da wollte ich die Angelika fragen. Wir haben ja zur Ökonomie der Menschlichkeit, wo wirklich, wenn wir schaffen, tausende Leuchttürme entstehen und Menschlichkeit zeigen in Unternehmen, auch als Marketing verwendet werden darf. Aber ich wollte eigentlich noch überleiten zu Gumpoldskirchen. Das ist unsere erste lebenswerte Gemeinde. Und da geht es sehr viel um Gemüsebau, um Humusaufbau. Und da bist ja du Spezialistin, Angelika. Aber ich denke, das besprechen wir an anderer Stelle. Die Johanna Gebeshuber ist ja dabei, die das federführend führt dort. Also wir sind dabei, eine Gemeinde als echtes Modell zu schaffen. Und da ist das Thema Lebensmittel, Gemüse, Kräuter ganz, ganz ein wesentlicher Fokus. Und da werken wir, aber da werden wir dann einmal einen eigenen Zoom machen. Und was ich jetzt so als Punkt auch noch, wenn ich es richtig verstanden habe, gehört habe, ist Wien, Adama, und es könnte jetzt auch in Graz das noch weiter verstärkt werden, oder? Dass da so ja, auch Graz. Wir sind ganz, ganz stark dran, und ich freue mich, dass die Genossin Angelika da wirklich auch dieses Interesse hat. Und ich muss wirklich sagen, wir können, was wir einbringen können, das ist eine Erfahrung. Wir haben 20 Jahre gebraucht, und wir wissen auch, wie das heißt, wie sowas wachsen kann, wenn eine Person, eine zufriedene Kundin, Kunde es weitergibt. Und das ist ein langsamer Prozess. Aber so einen Prozess kann man nur schaffen mit Partnern vor Ort. Und unsere Funktion oder unser Input kann sein, dort das beizutragen, was wir können. Das ist Erfahrung und mit den Partnern vor Ort, weil wir sind ja jetzt da so weit, dass wir ja auch nicht alles selbst machen. Wir wissen, was wir gut können. Wir sind Ackerbauern und keine Milch oder Fleisch oder Käsebauern. Wir wollen da nicht dogmatisieren und wollen dozieren und sagen, ihr dürft das essen oder ihr müsst jetzt alle vegan sein, das steht mir nicht zu, sondern wir sagen, unsere Klammer ist kontrolliert biologisch, und wir lassen den Kunden und der Kundin frei, die Entscheidung muss sie treffen. Aber wir können ihr sagen, wo es herkommt, wir können ihr die Hintergründe sagen, und die Entscheidung muss dann bei ihr bleiben. Und wir sind sehr, sehr hoffnungsvoll, dass wir so in den nächsten 2-3 Jahren in Graz eine Grazer Kistel so weit zusammenbringen, dass das dort vor Ort gepackt wird mit Produkten aus der Steiermark, und dass wir quasi diese Klammer bringen, dass wir die Produkte, die eben dann wieder in der Landwirtschaft übrig bleiben würden, dass man die halt zu uns herholt und umgekehrt auch, dass es auf Augenhöhe einen Gegenverkehr gibt. Und ich glaube, das kann eine sinnvolle, sinnstiftende, langjährige, unterstützende Zusammenarbeit sind. Schön. Ja, danke, danke. Eine Klammer noch, weil du gesagt hast, Klammer, die uns ganz wichtig ist, die ist auch branchenübergreifend. Wir sind heute beim Thema Lebensmittel. Es ist Stefan Wimmer auch da. Das ist ein genialer Schneider, der Ausbildungen online auch gibt. Und das Schneiderhandwerk kann Zukunft haben. Das wird zum Beispiel auch den Henny Staudinger, glaube ich, auch freuen. Das heißt, wir versuchen da wirklich interaktiv zu wirken und echt auch die Gesellschaft zu erreichen. Oder, was auch noch ganz gut zum Thema passt, wir wollen zur nachhaltigsten Tourismus
Tourismusdestination der Welt werden. Das Schwarzresort in Mimming, die Familie Birktl wird da einen Impuls geben. Also da ist ganz viel Wissen da. Und meine Frage an die Katharina war, was ist das Wichtigste? Sag sie Wissenstransfer. Nicht isoliert betrachten, alles weitergeben. Wir haben keinen Mitbewerb in Österreich, wir haben alle genug. Wir müssen nur aus diesen extrem egozentrischen Denken außer und das Wissen fließen lassen. Und das war heute ein ganz schönes Beispiel. Gut, gut. Angelika, auch danke dir. Ich weiß, dein Terminkalender, du sagst immer wieder, es gibt viele, die sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber gibt es viele. Und du sagst immer, ja, uns. Ja. Und wir wollen auch die maximal unterstützen. Also wenn wir für dich was tun können, ganz, ganz gern. Bin sehr, sehr zufrieden, dankbar. Und das ist jetzt genau das, wo man von dem Manifest, das wir in die Wege gesetzt haben, schauen, wie kann das jetzt wirklich nachvollziehbar in eine Veränderung gehen zugunsten unseres Lebensraums und unserer Lebensqualität, dass uns auch psychisch gut geht und dass wir wirklich auch die Dinge kommunizieren und schauen auf diesen wunderbaren Planeten und wir sagen, wow, das Leben hat was und das kann nicht in die Erschöpfung gehen, wie es bei vielen jetzt ist. Und das drehen wir gemeinsam um. Danke euch allen. Dankeschön. Danke, Georg. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, entschuldige für die Genossin, gell, liebe Angelika, aber das ist ja... Das gefällt mir ja fast. Ja, alles gut. Dann machen wir da was. Ja, du hast, ich meine, ich glaube, was du das zuerst so schön gesagt hast, von in die Augen schauen, ja, aber auch auf Augenhöhe zu begegnen, ja, und das ist schon gut. Also, ganz genau so. Kannst du deiner deutschen Freundin sagen, ich glaube, so wie ich die Grazer Genossen kennengelernt habe, so richtig kommunistisch, erscheint es mir nicht. Sondern nicht es ist total kommunistisch. Oder der Ansatz, wenn man diesen prozentuellen Ansatz nimmt, ist der großartig, liebe Leute. Ist der großartig. Aber was, ich habe ja gehört von einer Informantin jetzt, weil ich studiere ja Graz. Informantin? Ja, nicht du, sondern von einer Informantin habe ich gehört, dass Graz ja jetzt diesen Durchbruch geschafft hat, weil 17 Jahre war es ja sowas wie eine Clique, die da regiert hat und die da zusammengehalten hat. Aber jetzt ist dieses System auch im Umbruch oder im Aufbruch. Und ich glaube, das ist was ganz Wesentliches. Es ist gut, wenn sie Dinge verändern, das wissen wir alle. Starre Systeme sind nie gut, veränderbare. Sehr, der Mensch, beziehungsweise die Natur ist ja sehr wandelbar, ist ja sehr variabel und nicht the fittest survive, sondern der sich anpassen kann, der überlebt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, mentale und körperliche Gesundheit, das wünsche ich euch von Herzen hier von Graz aus. Schöne Zeit, Angelika, gute Reise. Ich freue mich. Liebe Leute, danke, danke.